Julia, wo sind wir hier? Kurz vor Marstrand. 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 Macht's dir bisher Spaß? So allgemein oder heute? Allgemein? Ja. Und heute? Geht so. Und? Ich wollte noch kurz erzählen, wie ich mir Marstrand merken kann. Meine Esel. Ich denke an Matsch und Strand und dann habe ich Marschstrand. und was war jetzt deine Frage? Was du gut findest? Also am Radreisen? Ich finde gut, dass man so eng verbunden ist mit der Natur und den Menschen. Dass sich alles selber erarbeitet und so ganz tolle Plätze findet und überall verweilen kann, wo man gerade Lust hat. Mein Herz gut wird. Punkt jetzt super. Also Pascal, was gefällt dir? Nee, gefällt dir das Radreisen? Ja. Es gefällt mir daran, dass wir viele Leute treffen, viele verschiedene Orte sehen und auch eigentlich sehr viel Zeit an den Orten verbringen können, aber nicht so viel, dass es langweilig wird. Immer wenn es uns nicht mehr gefällt, dann geht es einfach weiter. Oder manchmal geht es auch schon vorher weiter. Eigentlich immer geht es vorher weiter. Ja. Gibt es irgendwann was dir nicht so viel Spaß macht? Also bisher hat es ja nicht geregnet, aber ich glaube, wenn es mal längere Zeit regnet, macht es mir vielleicht nicht mehr so viel Spaß. Number one Negativfaktor ist für mich Zecken. Hygiene finde ich ist ausreichend, wir duschen ja alle 2-3 Tage. Oder auch 4. Kälte ist völlig okay. Und dann wollte ich noch fragen, was sind deine Top 3 Learnings des vergangenen Monats? Top 3 Learnings sind, ich habe auch Schwächen. Man lernt sich leider besser kennen, als einem recht ist. Uwes Weisheit würde ich sagen. Einfach mehr Leute ansprechen. Was noch? Also gibt es bisher noch 2 Learnings. Ich lerne nicht so viel. Was sind deine 3 Top-Learnings, seit wir... wieso machen wir eigentlich 3? Sind wir irgendwie ein YouTube-Channel? Top 5. Deine Top 3 Learnings of Bike Traveling, Julietta. Top-Learning Nummer 1 ist, hab immer genug Wasser dabei. Learning Nummer 2, Uwe, einfach mal mehr Leute um Hilfe fragen. Und Uwe aus Osnabrück, Grüße gehen raus. Uwe, das war ein kluger Tipp. Wurde auch schon die Tat umgesetzt. Zum Beispiel bei Regel Nummer 1, never run out of water. Und sonst nicht immer gleich reagieren. Manchmal hilft es einfach durchatmen und kurz warten. So, jetzt haben wir uns gut interviewt. Was können wir sonst noch für Fragen stellen? Was ist toll an Schweden? Man kann überall sein Zelt hinstellen. Es gibt Faste. Fast überall. Es gibt sehr viele Umsonstduschen und Toiletten. Und was noch toll? Ja, natürlich die Landschaft. Und nochmal die Landschaft und nochmal die Landschaft. Der Kaffee ist auch gut. Was ist schwierig an Schweden? Also die Temperatur, die wechselt irgendwie recht schnell. Es gibt relativ viel Wind, das kann gut oder schlecht sein, je nachdem, in welche Richtung man fährt. Also was ich nicht so gut finde an Schweden, die Zeit des Sonnenuntergangs ist eindeutig zu spät und die Zeit des Sonnenaufgangs zu früh, also sodass man leichte kognitive Einschränkungen erfahren kann, wenn man täglich um 11 ins Bett geht und Willkommen til Marstrand.
keine Aus- und Raststätte verbracht. Jetzt fahren wir auf einer vierspurigen Landstraße und es gibt keine Autos. Die Party verpasst, dafür ist alles frei heute. Es ist tatsächlich schon 20.17 Uhr. Es ist noch recht hell. Und es dauert ewig, bis die Sonne untergeht. Auf dem Weg ins Landesinnere. Falls jemand denkt, Kühe könnten nicht rennen oder Kühe müssten den ganzen Tag nur rumliegen. Der Gegenbeweis.